Guten Tag, Kassen Dudes, und willkommen zurück in der Project Cast 2 Karriere. Wir sind heute auf der wunderschönen Strecke Road America unterwegs, im Rennen. Und ja, ich hoffe, es wird nicht regnen, denn im Training und im Qualifying hatte ich jeweils Regen gehabt und naja. Ich bin halt kein Regenfreund. By the way, 120er KI, 100er Aggressivität, maximal Spaß ist garantiert. Let's go. Und wir haben Regen. Super! Na gut, Leute. Wir starten jetzt aber trotzdem mit unnützem Wissen. Menschen, die Angst haben vor einfach allem, heißen Panphobiker. Der Mensch wird mit 300 Knochen geboren und stirbt aber mit nur 206 Knochen. Wo sind die 94 Knochen? Was ist damit passiert? Ah, egal. 83,9% der Japaner sind Shintoisten, 71,4% sind aber Buddhisten. Viele gehören beiden Religionen an. Das ist respektabel. Volkswagen zahlte Geld an den Nomadenstamm der Tuareg in der Sahara, bevor das gleichnamige Automodell so genannt wurde. Die Hautfarbe des Simpsons hat den RGB-Farbwert 255, 217, 15. Toll. Und für 24 Liter Mayonnaise benötigt man nur ein Eigelb. Das ist doch mal interessant. Oder auch nicht. Kommt drauf an. So, mal gucken, was haben wir jetzt so an Sprit zu bieten? Na gut, Regenreifen sind dabei, da haben wir Bock drauf. Wir können aber mal hier ein bisschen zurück, zwei Klicks zurück tun. Denn wie gesagt, es regnet, kalte Luft, das hatten wir schon mit Qualifying. Können wir ruhig die Kühlung ein bisschen schließen. So, 40 würde ich so lassen. Benzin packen wir mal voller Olle rein. Okay, haben wir. Nur für 18 Runden? Das wird jetzt aber interessant werden. So, dann speichern wir das mal alles ab. So, und ich zeige euch mal jetzt die kleinen Highlights der Strecke, ne? Normalerweise zeige ich immer so, wo man überholen kann oder was für Stellen der Strecke ich überhaupt nicht mag, wie ein Kota. Jetzt zeige ich euch, wo die KI im Regen immer rausfliegen tut. Aber wirklich immer bei jeder Schwierigkeit, bei jeder Einstellung. Und zwar Kurve 2 im ersten Sektor, da kann sie mal rausfliegen. Dann sofort in Kurve 3, da ist es eigentlich garantiert, dass da was rausfliegt. Dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe bis zu der 180-Grad-Kurve. Da fliegt jeder raus. Aber wirklich jeder. Alle fliegen sie ab. Die fahren nicht rechts rum, die versuchen links rum einen geilen Weg zu finden. Ich habe keine Ahnung. Sonst hält sich das Rest der Strecke eigentlich in Grenzen. Bis auch noch die erste Kurve im dritten Sektor. Von daher, es könnte ein spaßiges Rennen werden. So, let's go. Auf geht's, ab geht's. Scheibenwischer an. Oh, hat an. Machen wir hier schnell einen Scheibenwischer. Power! Right side. Clear. Car right. You're clear. On your right. Das war jetzt mal aber interessantes Manöver. Clear. One right. Clear, ja klar. Ich zieh rein und dann, ja. One right. Let's go. Dann auch der Schnelle hinter uns. Wir sind in der Gesamtwertung, ich glaube sogar erster mit, waren das jetzt 3 oder 6 Punkte Vorsprung. Auf jeden Fall Vorsprung. Wow. Ja, hier fliegen sie alle raus. Da machen wir mit. Wir sind ein Erdtier. Was die Erde macht, machen wir auch. Ja, die Curbs eigentlich immer Mai, diese meterbreiten Curbs. Okay, da fliegen sie auch noch raus. Da habe ich die Kurve vergessen.
wie gesagt, KI, also KI-Rennen unter Regen, es ist immer so eine Sache. Hier, der fährt auch gleich links in die Wiese. Ja, da ist er schon. Bye, have a great time. Viel Spaß beim Bullen. Wir fahren dann mal vorbei. Easy going. Woo, 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 woo. Ja, das ist, ne? Regen und KI. Aber ich finde, die haben es besser gelöst wie in Project Cars 1, weil wenn es in Project Cars 1 geregnet hat und die Strecke nass war, dann ist die KI einfach immer noch Spitzenzeiten gefahren, als es komplett trocken wäre. Also in Project Cars 1, wenn es geregnet hat, hat die KI nicht interessiert. Genauso, wenn die KI off-track war, war die KI genauso schnell wie auf der Strecke. Oh, wir fahren gerade ein bisschen wie die KI. Da ist sie ja schon wieder. Hallo, guten Tag. Oh Gott. Drag Race. Gackt. Der Ligier. Ey, warte mal, das ist die LMP3 hinter uns. Warte mal. Warte mal, wo sind denn meine Kollegen? Hallo, guten Tag, wo seid ihr? Ach du je, wie das wird ein lustiges Race. Das wird ja richtige Sause. So. Genießt doch die letzten Momente, wo ihr die KI oben rechts auf der Karte sehen werdet. Denn gleich haben wir die besonderen Kurven, wo die KI gerne mal Richtung Sandkasten fährt. Oh, guck mal, hier oben rechts, die ersten in der Box, haben sie alle schon einen Schaden eingeheilt. Oh, wow, hier pilzt schon die erste Pfütze. Interessant. Live-Track 3.0, tolles Feature in Project Cars 2. Toll. Oh, 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 oh. Ja, und die Köpfe ja nicht mehr loslassen wollen, wie in Coda. Was sagen die Reifen? Sind die mittlerweile warm? Kann man schneller um die Kurve? Habe ich eigentlich schon, wo wir gerade bei so einem Chaos-Rennen sind, einfach mal zwischendurch mal schon mal Werbung gemacht für meinen Instagram-Kanal oder Instagram-Seite, wie nennt man das hier heutzutage? Für meinen Instagram-Account, der lautet crazy-d.ttd für The Two Dudes. Ist toll, Leute. Gönnt euch das, ja, gönnt euch meinen Instagram-Kanal. Ich hasse eigentlich die Kombination mit gönnt euch, aber naja, gut. Heutzutage halt ihn. Da muss man auf die Welle springen und mitreiten. By the way, ich habe richtig Bock auf das Rennen und ja. Dann müssen wir mal kurz strategisch die Reifen abkühlen. Okay, Gesamtrang 2, aber in der LMP2-Klasse, in der Königsklasse gerade hier. Gesamtrang 1. LMP2 Klasse 1, Gesamtrang 2, also das ist auch interessant. Oh. Ist das ein LMP3er? Wer ist das da vor uns? Das ist ein LMP2er. Oh Gott. Von mir sind gleich nur noch LMP2er. Das sind meine Teamkollegen. Das ist die Kacke. Seid ihr Kacke. Alter Vater. Planning durch die Pfütze. Ja, da ist er. Oh, der konnte wieder rauskommen. Da musste keiner mit der Schaufel kommen. Sehr gut. Oh, hier kommen wir nur noch schwer rum. Ey, das ist unsere größte Konkurrenz, gerade die LMP2 ist, wa? Das ist ja schon wieder. Und ihr habt es gesehen, ich fahre auf maximaler KI, maximaler ja, Aggressivität. Also hier. Genauso ein Chaos-Rennen wie. Was war denn das? War das jetzt. Oh, oh, da steht schon wieder ein LMP2er. Oh. Das ist genauso ein Chaos-Rennen wie. 24 Stunden von Le Mans 2017. Wo die ganzen. Ja, wo so viele LMP1er ausgefallen sind, dass auf der Gesamttribüne ein
LMP2-Team stand. Das war auch kurios. Oh, Alter. Okay. Gesamtplatz 2. Let's go. Oh, da dreht sich einer. Der LMP2er. Okay, let's go. Toll. Und wir haben noch 54 Minuten. Das wird... das. Kann ja jetzt schon wieder wetten, wie viele Leute werde ich überrunden. Da ist schon... guckt gleich wieder einer aus der Box, den wir auch wieder überrunden werden. Alter Vater. Boah. Boah, diese Pfütze da. Ich darf auf der Geraden nicht zu weit links fahren, weil... Pfütze ist da echt tödlich. No risk. Ich war hier 200 irgendwas auf der Strecke, die zur Hälfte überflutet ist. Vor allem, das wird ja noch schlimmer. Ich glaube, das ganze Rennen wird zerrechnen. Achso, was ich nochmal hier so nebenbei erzählen kann. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich unten rechts bei diesem HUD das Alter wieder einstelle, wo man auch dieses ganze Aufhängungsschaden sieht und den Status der Reifen. Aber dann sieht man leider nicht mehr so schön diese Anzeige, wann und wie stark ich Gas gebe und wann und wie stark ich bremse. Oh, da kommen wir so weit raus. Also, guck mal, jetzt gehen wir zum Battle mit den LMP2ern hier, ne, unseren Klassenkollegen. Problem ist nur, ich bin eine Runde vor denen und da hat sich schon wieder jemand sein Kfz in Sand gesetzt. Oh. Boah, fuck. War gerade heikel. Wenn ich da noch auf den Körper drauf gekommen wäre, hätte ich mich locker rausgehen Richtung Bande und dann müssten wir genauso mit Schaden in die Box fahren. Oh, was ist denn hier los? Alter Vater. Komm, die holen wir uns noch. Boah, was zum Teufel? Okay, jetzt bin ich gerade komplett aus dem Flow raus. Da ziehen die LMP3er vorbei. Ich muss die ganze Zeit warten, wann ich wieder auf die Strecke kann, weil sonst wäre ich da in irgendeinen Wagen reingekachelt. Das wäre nicht so gut. Oh, warum wird der hier so langsam? Boah, ich möchte doll auf die Bremse steigen, dann kommt das Heck so krass beim Anbremsen. Oh nein, jetzt bin ich doch mal reingekachelt. Und wir haben 5 Schaden. 5 Schaden. Und ich bin der Kamera. Panik! Okay, alles wieder gut. Alles wieder gut. Die Reifen werden nicht wärmer. Was haben wir denn noch für tolle Anzeigen? Ja komm, gehen wir mal ein bisschen auf. Nee, Bestzeit können wir jetzt auch nicht fahren, weil das ganze Gesocks vor uns. Ganzen Plebs. Ich glaube, ich habe einen Aufhängungsschaden. Ah, ich glaube, vorne links hat es was getroffen. Ah, es sind schon wieder 2 off-track. Da gab es eine Berührung von einem Wiederkehrer. Oh, den wir gerade überholen, der fährt ohne Flügel. Mutig. Scheiß auf Abtrieb. Schnell muss das Ding werden. Oh. Ich finde diese eine Restkurve, die wir gerade durchfahren sind, wo man so krass bremsen muss, da kommt man heck so schnell.
Hat man auch vielleicht auf der Replay-Runde beim Qualifying-Video am Ende gesehen. Wie gesagt, nach der Verabschiedung. Für die Leute, die nur das Rennen gucken, was verständlich ist, ist da, ne? Ist ein Hit, was wie wir gerade sehen. Nach dem Qualifying, nach der Verabschiedung, immer noch. Toll, Spotter. Kommt immer noch eine schön erfahrene Runde in der Außenkamera. Damit man mal das Auto von außen sieht in Renn-Action. Ich habe mir auch gedacht, wenn ich dann jetzt erstmal ein bisschen vier Rennen jetzt fertig bin, wir sind jetzt beim vierten, weil danach kommt dann Business Championship und dann kommt so das Championship Final, so nochmal so vier Rennen, glaube ich. Zwischen den nächsten vier Rennen mache ich nochmal, ja, würde man sagen, ein paar Tage mehr Pause, denn ich habe da noch, ich habe da was vor mit Dirt Rally. Und ja, das wollte ich auch erstmal wieder weiter verfolgen. Aber die Pause wird jetzt nicht so lang sein. Vielleicht so eineinhalb Wochen. Eineinhalb Wochen? Maximal, Minimum. Man weiß es noch nicht. Oh, ho, ho. Noch die LMP3-Leute vor uns, weil wäre ja peinlich, wenn nicht, ne? Würde ja schon irgendwas falsch laufen. Wenn wir als LMP2 nicht die LMP3 kriegen würden. Das wäre echt Schande. Ich frag mich sowieso gerade, da ich ein bisschen im auch nicht nur 24 Stunden der Nordschleife oder Nürburgring, sondern auch 24 Stunden Le Mans-Hype bin, warum fährt kein LMP3-Team in Le Mans? Das finde ich, das finde ich. Wow, die Pfütze, Alter. Das, ich hab's vorhin noch gesagt, nicht so weit links fahren. Die Pfütze, die fickt dich einfach. Ja, aber ich habe, glaube ich, noch nie ein LMP3-Team in Le Mans gesehen. Hatten wir nicht gerade einen Einschlag? Ich glaube nicht, oder? Hier gucken. Nee, noch unsere 5 Schaden. Haben wir nicht eigentlich eine super Helmkamera? Ah ja, hier ist sie ja. Wir probieren die jetzt mal aus für dieses Chaos-Rennen. Also jetzt nicht. Ja, nur so ein kleines Stück. Ich sehe meine Gangart. Ich sehe mein Motic-Display gar nicht. Bildet sich mit Kurven außerdem nur die Pfütze, weil wir sind da gerade komplett geradeaus durchgeschlittert. Okay, nein, das geht nicht. War keiner rausgeflogen hier, oder? Was ist da denn los? Kommt die Strecke ab? Ich hoffe es nicht. Obwohl eigentlich schon, weil dann kommt die LMP2 nochmal. Also zurück überrundet und dann ist vielleicht noch ein Kampf. Man weiß es nicht. That's your best second two times so far. Was? Skandal. Boah, diese Pfütze. Verdammt. Okay, dann müsst ihr jetzt auch in der Mitte der Strecke bleiben. Die Pfütze sieht man gar nicht. Das ist das Heikle. Da wieder jemand in der Box. Können wir rüber luschern? Also es ist ein LMP2er. Okay, hier dürfen wir generell nicht außen bleiben bei der Kurve. Die Pfützen ziehen uns
Einfach geradeaus. Lassen uns nicht einlenken. Ah, da saugen wir uns dran. Wir bleiben innen, denn dort ist die. Ist dieser Regenkanal nicht so krass. Oh. Das haben wir ihn rausgecheckt oder hat er, wollte er nur reinchecken? Wir sehen schon leicht trockene Stellen auf der Strecke, also trocken gefahrene Stellen, um es mal so zu formulieren. Kommen wir da nicht dran an die LMP3-Truppe oder würde das nichts mehr? Guck mal, wir blieben in. Das Fahrzeug wurde durch diese ganzen Pfützen, die links außen waren, nicht versetzt. Aber clever umfahren. Ein Cleverer bin ich. Ein Cleverer. Gleich die Pfütze ausweichen. Ja, mit zwei Curbs. Da bildet sich immer die Pfütze. No risk, was ist der denn für eine Mimose? Pedal to the metal, mate! Diese Pfütze im kurven Ausgang. Wahnsinn. Schon traurig, dass ich mich gerade freue, dass ich halbwegs an die LMP3 rankomme. Und jetzt nur noch rumkommt, genau. Turboloch. Zwei Rädern off track, nicht so gut. Sehe hier nix, lang gegischt. Oh, da dreht einer vor mir raus. Oh, hallo? Gehen Sie, ich sehe nix. Vielen Dank. Scheiße, was war das denn? So, wenn ich mal rüber auf die Zeit oben Lucia sind gleich zwei Minuten, genau. 20 Minuten um, würde ich mal sagen, wenn ich Abstand und Ziellinie den ersten Part dieses wirklich tollen, packenden, mitreißenden und spannenden Rennen. Es würde sogar echt gut mit der Zeit hinkommen, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Den exakten 20 Minuten. Oh ja gut, ich habe ja noch davor Wissen. Bevor wir gefahren sind, Bullshit gelabert. Naja. Na gut, dann sag ich mal, Leute, freut euch auf Part 2. Wird mindestens genauso lustig und, ja, interessant. Von daher, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Bye, have a great time.